Hallo NRW, herzlichen Glückwunsch zum 70. Wir danken für die Einladung zum Wettbewerb Unser NRW. Hier ist das Feedback und unsere Grußbotschaft aus dem EN-Kreis, aus dem Ruhrtal Wetterherdecke-Hagen zwischen den beiden Ruhrseen. Ausschnitte von Bildern und Szenen aus unserer Heimat, die Landschaft, Kultur, Sport und unsere Leute von der schönsten Seite zeigen sollen. Historisch haben Flüsse schon immer eine große Bedeutung für den wirtschaftlichen Fortschritt gehabt. Die Ruhr als der 220 Kilometer lange Fluss spielte für diese Entwicklung eine bedeutende Rolle. Der Fluss verbindet Industrie, Kultur und Natur in ganz engen Grenzen. In seinem Verlauf vom Hochsauerland bis zur Rheinmündung berührt er Burgen, Schleusen, Stauseen, Viadukte und Kraftwerke. Der mit 4 Sternen belegte Ruhrtal-Radweg erfährt immer mehr Zuspruch, auch von anderen Bundesländern. Gerade in seinem Mittelteil, hier zwischen den beiden Ruhrseen, verbindet die Ruhr Industrie und Landschaft in einem ganz besonderen Maße. Das Wasserschloss Werdringen im Ruhrtal liegt direkt am Fuße des Kaisbergs zwischen Wetterherdecke und Hagen, in unmittelbarer Nähe des Harkortsees. Das Schloss ist nicht besonders groß, hat aber seine Bedeutung in der Gründung eines kleinen, aber feinen Museums für Ur- und Frühgeschichte gefunden. Schon das Umfeld des Schlosses ist von einer Natur- und Geschichtslandschaft umgeben. Beim Rundgang um das Schloss mit grün schillerndem Wassergraben staunt der Spaziergänger über einen sehr schönen alten Baumbestand. Im Museum selbst finden interessierte Bürger und Bürgerinnen ausgestellte Fossilien und archäologische Funde. Tausende zieht es besonders im Sommer an diesen Ort. Und heute im Mai 2016 findet hier das alljährliche mittelalterliche Fest statt mit Rittern, Feuer, Pferden, Helmen und Lanzen. Schauen wir mal rein. Yeah.
Und dann nehme ich sie. Für euch nachvollziehbar, wie ich alleine unter diesem Sturm. Checking the wind. Dann gebe ich euch eure Begeisterung auch in Form von Kohle.